genau das, das war toll. Jetzt habt ihr nämlich ein bisschen breiter gespielt. Da, 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 die. Und ihr habt bam, 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 bam. Nur von der Balance seid ein bisschen leiser, weil die, die zweiten Geigen haben da die Hauptstimmen. Es ist ja unglaublich faszinierend, sich mit einem Stück wie Schubert, Tod und das Mädchen zu beschäftigen. Auch wenn man wirklich jede Note auswendig kennt. Aber es ist so schön. Und, es ist, und wenn ich dann die Musik höre und sie wird auch beseelt gespielt, dann bin ich einfach auch selber berührt jedes Mal von dieser Musik. Kompositionen kennen wir nicht nur aus der klassischen Musik. Auch die Natur hat ihre botanischen Meisterwerke wie Kompositionen angelegt, die mehr sind als nur die Summe ihrer Teile. Dies nutzt die anthroposophische Pharmazie zur Entwicklung von Arzneimitteln aus der Natur und profitiert dabei von jahrhundertealtem Wissen ebenso wie von Anregungen Rudolf Steiners sowie modernster Forschung. Grundsätzlich ist es so, dass Substanzen aus allen Naturreichen zu anthroposophischen Arzneimitteln verarbeitet werden können. Das können Pflanzen sein, das können Tierprodukte wie Bienengift oder Ameisensäure sein, das können Kristalle, Mineralien, Metalle sein oder auch Substanzen, die im Labor erzeugt werden. Nicht der Ausgangspunkt ist so entscheidend, sondern es ist die Beziehung, die man gedanklich und durch Erfahrung knüpft zwischen dem Wesen der Natursubstanz und dem Menschen und seinem aktuellen Heilungsbedarf. Wir verstehen unseren Garten als Organismus, wo die Organe zusammen harmonieren. Da muss der Boden in Ordnung sein. Wir brauchen ein intensives Leben an Insekten, an Vogelarten, die das Biotop stabilisieren. Unser Motto ist Vielfalt statt Einfalt. Wir ernten hier tatsächlich 120 verschiedene Arten an Heilpflanzen. Aber wir haben mehrere hundert Arten, die wir zur Stabilisierung des Biotops hier anbauen, die für die notwendige Biodiversität, also die Vielfalt sorgen, die man im biologisch-dynamischen Anbau braucht. Jede Pflanze hat eine Beziehung zu einem Planeten oder zu einem Stern. Nehmen wir mal das Johanniskraut, Hypericum perforatum. Das ist eine typische Lichtpflanze. Sie sammelt also Licht und Wärme. Da kann man schon daran erkennen, dass sie eine Beziehung zur Sonne hat. Es wird sehr deutlich, wenn man die Farbe der Blüten anschaut, also gelb. Dann, wenn wir die Gestik anschauen, also eigentlich wie ein V, lichtempfangend. Dann, wenn wir die Knospen in die Hand nehmen und zerquetschen, dann kommt ein rotes Öl an die Luft, oxidiert, wird knallrot, wird also glutrot. Auch da sieht man die Wärme. Und wir versuchen eben drei Dinge zusammenzubringen. Den Stern, die Pflanze und das entsprechende Metall dazu. Und da erschließt sich einem sehr schnell, dass das eigentlich nur das Gold sein kann. Und da hat Rudolf Steiner 1921 eine Anregung gegeben, dass man sich jetzt der Pflanze und der in den Pflanzen wirkenden Kräfte und Gesetzmäßigkeiten bedient, um die Metalle ins Lebendige zu führen, um sie zu vegetabilisieren. Und dazu wird das Gold, wenn wir beim Beispiel von Hypericum aurocultum bleiben, zunächst im Labor in einem vierstufigen Prozess mit verschiedenen Zutaten und viel Wärme aufgeschlossen, aufgelöst und in eine Form gebracht, die dann das Johanniskraut verarbeiten kann. Also in ein kompliziert zusammengesetztes organisches Goldsubstrat, was dann der Erde zugefügt wird in feinster Verdünnung, in der das Johanniskraut angesät wird. Und überraschenderweise ist es so, dass das Johanniskraut dann tatsächlich Gold nachweisbar aufgenommen hat. Und immer wieder habe ich erlebt, dass Patienten, die bei einer Depression dieses Arzneimittel nehmen, schon nach wenigen Malen sich deutlich besser fühlen. Bei schulmedizinischen Antidepressiva erleben wir das oft erst nach etwa 2 Wochen Behandlung. Man muss aber davor warnen, bei schwereren Depressionen nur auf Arzneimittel zu setzen.
Depressionen können auch sehr gefährliche Erkrankungen sein, die immer auch neben arzneilichen Anwendungen andere Aspekte der Zuwendung, der Psychotherapie und vielfältiger anderer Verfahren erfordern können. Je nach verwendetem Pflanzenmaterial kann es auch sinnvoll sein, einen Presssaft herzustellen, wie hier vom Bryophyllum, dem Brutblatt, das wegen seiner Vitalkräfte zum Beispiel in der Frauenheilkunde eingesetzt werden kann. Die Blätter werden stark zerkleinert und dann ausgepresst. Der Saft wird im sogenannten RH-Verfahren rhythmisiert und dadurch ohne Konservierungsstoffe haltbar gemacht. Das RH-Verfahren hat für uns einen großen Stellenwert. Es ist ein ganz besonderes Verfahren, bei dem auf Alkohol verzichtet wird und der reine Pflanzenpresssaft über mehrere Wochen einem rhythmischen Prozess ausgesetzt wird, also einem Wechselspiel von Temperatur, Helligkeit und Bewegung. Wichtig ist sozusagen die Idee, die Rhythmen der Natur bei der Extraktherstellung einzuprägen. Also das Wechselspiel zwischen hell und dunkel, zwischen 4 Grad und 37 Grad, also Tag, Nacht, Sommer, Winter sozusagen, verbindet sich in diesem Verfahren. Der Enzian wächst ja typischerweise in den Bergen, aber auch hier haben wir eine sehr schöne Plätze für ihn gefunden. Es ist eine klassische Bitterpflanze. Jeder kennt, glaube ich, den Enzian-Schnaps zur Verdauung. Und das pharmazeutische Verfahren ist da auch mit Alkohol. Die Bitterstoffe vom Enzian sind sehr, sehr bitter. Sie gehören wahrscheinlich zu den bittersten Stoffen, die man in der Natur findet. Typisch für die anthroposophische Pharmazie sind Extraktionsverfahren mit vielen unterschiedlichen Wärmestufen. Anders als in der Homöopathie wird hier nicht nur kalt extrahiert, sondern zum Beispiel auch bei Körpertemperatur oder am Siedepunkt. Bei der Extraktion des Enzians, da wählt man einen sehr heißen Wärmeprozess. Also das Dekokt ist ein wirkliches Kochen über längere Zeit am Siedepunkt. Die Wärmeprozesse und vor allem diese stark heißen Prozesse lenken die Wirkrichtung Richtung Stoffwechselsystem, also Richtung Verdauung. Und genau dort soll ja auch der Enzian wirken, also die Bitterstoffe, die eben den Verdauungsapparat anregen. Das ist beispielsweise beim gelben Enzian so. Das ist eines der Hauptarzneimittel in einem Bitterelixier, einer alkoholfreien Zubereitung ist, die an der Grenze zwischen Arzneimittel und Diätetikum steht, das bei vielfältigen Verdauungsstörungen wirksam ist, aber auch spezifischer als Arzneimittel als Genzianer Magenglobuli eingesetzt wird. Und die alte Regel, dass Medizin bitter sein solle, findet da eine moderne Erklärung. Die anthroposophische Pharmazie geht davon aus, dass die Pflanzenblüten beim Menschen in den Verdauungs- und Sexualorganen besonders wirksam sind, dass Blätter und Stängel eine starke Beziehung zum Atmungs- und Herz-Kreislauf-System haben, also zum rhythmischen System, und dass die Pflanzenwurzeln auf Nervenprozesse wirken. Doch warum hilft dann die Enzianwurzel so gut bei der Verdauung? In Wirklichkeit ist es einerseits so, dass auch manche Pflanzenteile gar nicht diesem Schema entsprechen. Zum Beispiel kann es sein, dass Pflanzensamen auch auf das Herz wirken. Strophanthussamen zum Beispiel sind herzwirksam. Und in der Tat ist es so, dass ja jetzt nicht einfach das Nervensystem nur im Kopf konzentriert ist. Wir wissen, dass wir im Darm genauso viele Nervenzellen wie im Kopf haben und viele Ordnungsvorgänge der Darmbewegungen beispielsweise auch von Nervenprozessen in diesem Bereich gesteuert werden. Also der Mensch ist schon ein sehr komplexes Wesen, in dem die verschiedenen Aspekte sich durchdringen. Steiner hat gesagt, jedes Organ hat sein eigenes Geschmackserlebnis. Und interessant ist, dass vor ungefähr 10 Jahren eine amerikanische Arbeitsgruppe herausfand, dass in den Bronchien in der Lunge tatsächlich Bitterstoffrezeptoren vorhanden sind. Und wenn man Bitterstoffe inhaliert, dann kommt es zu einer Erweiterung der Bronchien, zu einer Lösung des Krampfes bei Asthma. Und durch diese wissenschaftlichen Erkenntnisse angeregt, fingen wir an, uns mit Bitterstoffrezeptoren in der Haut zu beschäftigen. Wir konnten zeigen, dass die Haut auch Bitterstoffrezeptoren enthält oder exprimiert in der obersten Hautschicht. Und wir konnten zeigen, dass natürliche Bitterstoffe aus dem Enzian und die sehr bittere Substanz Amarogentin, die im Enzian vorkommt, tatsächlich an
Bitterstoffrezeptoren der Haut binden, zu einem Kalziumeinstrom führen und dann dazu führen, dass Stoffwechselprozesse in den Zellen der Haut angeregt werden. Das war natürlich für uns eine spannende Entdeckung, weil das eine Wirkung ist der Bitterstoffe, wenn man die äußerlich auf die Haut bringt, die ganz milde ist, ohne Nebenwirkungen und die helfen kann, die normale Hautbarriere auszubilden und zu verbessern, was insbesondere bei Hautkrankheiten mit einer gestörten Barriere von Nutzen sein kann, also bei Neurodermitis zum Beispiel. Es ist eine faszinierende Zeit, weil wir jetzt erst heute in der Lage sind, durch die modernen Forschungsmöglichkeiten solche Aussagen von Rudolf Steiner, die ja schon vor 100 Jahren gemacht worden sind, zu bestätigen. Arzneimittel werden natürlich nicht nur aus dem Pflanzenreich gewonnen. Durch das pharmazeutische Verfahren der Metalldestillation zum Beispiel können therapeutisch wichtige Metalle wie Gold, Silber oder Stibium in Reinform gewonnen und medizinisch nutzbar gemacht werden. Mineralien können in Säure gelöst werden. So wird zum Beispiel Kupferacetat aus Malachit gewonnen. Eine weitere Besonderheit sind sogenannte Kompositumpräparate. Während eine Heilpflanze an sich schon eine Gesamtkomposition ist, können auch im Labor Arzneien komponiert werden, die in der Wirkung mehr sind als die Summe ihrer Teile. Das Kopfschmerzmittel Ferrum Quarz oder das populäre Aconit-Schmerzöl sind solche Kompositumpräparate. Also in der pharmazeutischen Komposition gucken wir als erstes immer auf den Menschen, wo ist der Heilbedarf. Und hier geht es ganz klar darum, ein Präparat zu gestalten, das sich komplett der Wärme verschreibt. Also einen Menschen, der eigentlich in dem Wärmeorganismus geschwächt ist, hier wieder anzusprechen. Und da spielt natürlich der Eisenhut eine große Pflanze, den man ja auch eher poetisch nennt als Ritter mit dem heruntergelassenen Visier. Da klingt schon an, etwas, was sich komplett von der Umwelt eigentlich absondert, was erstarrt ist, was fest ist, das im pharmazeutischen Prozess genau wieder zu wandeln in die Bewegung, unterstützt die seelische Seite durch Lavendelöl, unterstützt die Beweglichkeit der Wärme bis in die Peripherie durch Kampfer und schlussendlich natürlich das ganz wichtige Element der Quarz, der wie ein Dirigent die Wärmebildung anregt, aber auch die Wärmeorganisation an sich dirigiert, strukturiert. Das macht eigentlich die Komposition aus. Und diese Wirkstoffkomposition eingebettet in ein Öl, das für die Wärme per se steht, in eine Darreichungsform als ein Öl zur äußeren Zubereitung, wo man selber mechanisch massieren muss, Wärme aufbringen muss, Willen aufbringen muss, sodass die Wärme von der Idee bis zur Applikation durchdekliniert ist. Und das ist für mich der Inbegriff einer pharmazeutischen Komposition. Die Heilpflanzen, die von anthroposophischen Pharmazeuten eingesetzt werden, stammen überwiegend aus biologisch-dynamischer Landwirtschaft, die auf den Einsatz von Pestiziden verzichtet, durch die negative Wirkungen in der Natur ausgelöst werden. Umgekehrt ist es so, dass aber auch übliche Arzneimittel wie Antibiotika, die wir durchaus als anthroposophische Ärzte auch dort schätzen, wo sie unverzichtbar sind, bei denen wir aber nachgewiesenermaßen wesentlich seltener von ihnen Gebrauch machen, als es in der Medizin üblich ist, diese Antibiotika nachteilige Wirkungen haben. Wir finden die im Abwasser. Sie werden zum Teil in der Tierzucht eingesetzt. In beiden Fällen führen sie zur Entwicklung multiresistenter Keime, die ein großes Gesundheitsproblem weltweit darstellen und dazu führen, dass manche Erkrankungen gar nicht mehr behandelt werden können. Mit jedem Mal, wo wir durch Einsatz von Arzneimitteln, die die Körperfunktionen stärken, so dass aus eigener Kraft eine Infektion überwunden werden kann, schaffen wir eine Situation, die auch für die Umgebung des Patienten hilfreich ist, indem zum Beispiel die Entwicklung multiresistenter Keime verhindert wird. Auch das ist ein Aspekt ökologischer Wirksamkeit anthroposophischer Medizin. Die anthroposophische Medizin ist auch von Anfang an ein Pionier der Ökologie, so wie die biologisch-dynamische Landwirtschaft. Aus der Anthroposophie heraus schauen wir die Erde selbst als etwas Lebendiges an und jedes Lebewesen auf der Erde. Und wir alle leben dadurch
dass wir in einer lebendigen Beziehung mit einem Stern stehen. Denn alles Leben auf der Erde lebt aus der Sonnenbeziehung heraus.